Hallo liebe Freunde, es ist Frühling und es geht heute um Nachwuchs im Tierreich und weil da so einiges normalerweise im Verborgenen passiert, öffne ich heute ein kleines Fenster für euch und wir schauen mal, was uns da erwartet. Auch bei den Füchsen schauen wir vorbei, was aus denen geworden ist. All das in dieser Folge. Viel Spaß! Der Mai ist jedes Jahr ein Monat wie kein anderer. Den Schlaf reduziere ich in der Zeit auf ein Minimum. In der Regel ist der Wecker auf 4:30 gestellt, damit ich das erste Licht des Tages ausnutzen kann. Dieser Monat bringt wirklich nur einen Nachteil mit sich. Man kann nicht überall gleichzeitig sein. Ein herzliches Hallo an diejenigen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Stefan Decker, ich bin Naturfilmer und Umweltreferent hier aus Bonn und ich melde mich nach einer langen Videopause zurück. Wir haben gerade Anfang Juni und der Grund für die lange Videopause ist, im Frühling, gerade im April und Mai, müsste man sich eigentlich als Naturfilmer klonen können. So viel gibt es zu entdecken. Eines der Highlights dabei ist natürlich der tierische Nachwuchs und weil es dabei so viel Spannendes gibt, was normalerweise aber auch im Verborgenen passiert, habe ich mich auf den Weg gemacht, um das Ganze für euch zu dokumentieren. Ich habe hier tatsächlich bei einem Sonntagsspaziergang etwas Ungewöhnliches entdeckt. Da oben in der alten Eiche ist jemand eingezogen. Der Kleiber ist emsig mit dem Nestbau beschäftigt. Wenige Zentimeter darunter verlangt der Starrennachwuchs nach seinem Frühstück. Der Kleiber macht seinem Namen alle Ehre und hat eine alte Spechthöhle so weit verkleinert, dass nur noch er selber durch den Eingang passt. Nachbarschaft im Tierreich. Freunde, wir müssen mal ganz kurz reden. Diese Serie Waldmomente, die wir rausbringen, besteht eben nicht nur daraus, dass ich hin und wieder ein kleines Fenster in die Natur vor eurer Haustür öffne, sondern sie zeigt eben auch mich bei meiner Arbeit. Das machen wir, damit das Ganze für euch unterhaltsam und spannend bleibt und damit wir natürlich auch ein großes Publikum erreichen können. Denn das wollen wir als Umweltpädagogen natürlich auch. Da wir hier mit Wildtieren arbeiten, in deren Wohnzimmer könnte man sagen, wir ja im Prinzip nur zu Gast sind, gibt es natürlich verschiedene Sachen zu beachten. Und da ist es so, dass den einen oder anderen mag es enttäuschen, aber die Wahrheit ist, einige der Szenen, die mich bei der Arbeit zeigen, sind natürlich nachgestellt. Das müssen wir tun, denn natürlich kann ich mich nicht vor einen befahrenen Fuchsbau setzen und ein Interview geben. Zudem ist es so, dass viele unserer Drehorte mitten im Stadtwald liegen. Und der Stadtwald ist natürlich ein bekannter Ort, an dem es auch viele Besucher gibt. Das ist schön. Hier leben aber auch wilde Tiere. Und natürlich wollen wir es auf alle Fälle vermeiden, dass die Standorte bestimmter Tierarten in die Öffentlichkeit oder gerade in den sozialen Medien gepostet werden. So mancher Hype ist schon über die sozialen Medien ausgelöst worden. Ich denke, das wisst ihr. Und ich hoffe sehr auf euer Verständnis, dass ich, auch wenn ihr mich hier und da mal fragt, leider keine Standorte von bestimmten Tierarten preisgeben kann. Unsere Videos können natürlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt meiner Arbeit wiedergeben. Und es ist natürlich nicht damit getan, dass man sich irgendwie im Wald grün anzieht und sich irgendwo hinsetzt oder gar irgendwelchen Tieren hinterherläuft. Das ist tatsächlich sogar verboten. Diese Arbeit, die ich für euch tue und von der man in den Videos nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt zeigen kann, bedarf in der Realität natürlich sehr intensiver Vorbereitung. Da müssen Gespräche geführt werden mit Förstern, mit Waldbesitzern. Da muss ich informiert werden über das Verhalten von Tieren. Lange sitze ich hier, ohne die Kamera überhaupt dabei zu haben und beobachte die Verhaltensweisen von Tieren
um eben Bilder einfangen zu können, ohne bei den Tieren Stress zu erzeugen. Denn das ist immer das erste Gebot. Auch ich lerne jedes Jahr aus der Erfahrung. Jetzt gerade ist Brut- und Setzzeit und da gibt es selbst als Spaziergänger im Wald das ein oder andere zu beachten. Und was genau, dafür habe ich mich verabredet mit unserer Stadtförsterin Julia. Und ich würde sagen, ich nehme euch mit. Auf geht's. Wann ist bei uns im Wald Brut- und Setzzeit und gibt's da ein Highlight, gibt's da einen Höhepunkt vielleicht? Ja, die Brut- und Setzzeit im Wald ist von Anfang März bis Ende September und die heiße Phase wäre dann der Mai. Wenn ich jetzt als Spaziergänger durch den Wald gehe, in dieser Zeit, wie sollte ich mich da verhalten? Gibt es irgendwas, was ich beachten muss? Ja, ich sollte auf jeden Fall auf den Wegen bleiben, weil dadurch die Tiere wissen, wo die Wege sind und sind es auch gewohnt, dass da viele Spaziergänger entlanglaufen. Und deswegen, wenn man auf den Wegen bleibt, stört man die Tiere am wenigsten. Und vor allen Dingen sollte, wenn man ein Nest finden sollte, wäre es am besten, wenn man nicht gleich hingeht, um reinzugucken. Wir machen ja fürs Haus der Natur regelmäßig Filmaufnahmen von Tieren, um unseren Zuschauer auch ein bisschen ein Fenster zu öffnen in eine Welt, die einem vielleicht auf einem normalen Waldspaziergang manchmal verborgen bleibt. Und wenn man jetzt Fotos, Filmaufnahmen von wilden Tieren machen möchte, was gilt es da zu beachten? Also wir investieren im Vorfeld ja auch Zeit in Recherche, um das Verhalten von Tieren zu verstehen. Woran merke ich, dass ich störe? Also jedes Tier hat ein anderes Empfinden für Störung und auch zeigt dann auch ein anderes Verhalten. Ja, also je nach Art ist es halt unterschiedlich. Der Buntspecht zum Beispiel, wenn man dem stört oder ihm zu nahe kommt, dann gibt er halt so einen ganz bestimmten Ton an, so ein ganz hohes Piep, Piep. Ja, und wenn ich das höre, dann weiß ich, ich bin zu nah an dem Brutbaum dran und dann soll ich halt Abstand nehmen. Abgepackt mit so viel Wissen bin ich wieder unterwegs zu einem Projekt, was ich jetzt seit einem Jahr verfolge. Da vorne am Wegrand steht eine alte, abgestorbene Birke. In dieser Birke befindet sich bodennah eine kleine Höhle, in der ich vor einem Jahr eine Buntspechtfamilie dokumentieren durfte. Vielleicht erinnert ihr euch an die Bilder. Und vor ein paar Wochen bin ich mit meinem Praktikanten hier entlang gegangen. Wir haben festgestellt, dass die Höhle auch dieses Jahr wieder angenommen worden ist. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Gelegenheit, dass wir hier vielleicht ein paar schöne Bilder bekommen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da hinten steht die tote Birke inmitten von großen alten Buchen. Also optimales Habitat tatsächlich für Spechte. Und man kann die Jungen auch schon hungrig rufen hören. Der Eingang ist auf der anderen Seite. Und ich gehe jetzt mal vorsichtig einmal drumherum den Weg entlang und setze mich da hin und beobachte einfach mal, was passiert. Das Männchen hat mich schnell entdeckt und teilt mir das auch lautstark mit. 5 Meter weiter zurück und die Lage entspannt sich. Über viele Tage habe ich hier den jungen Spechten beim Großwerden zugesehen. Das ist einfach herrlich an diesen lauen Frühlingsabenden, wenn man dann nochmal hier rausfährt an den Waldrand und so ideale Bedingungen vorfindet, wie jetzt gerade hier, eben hinter mir der Waldrand. Hier vorne hat der Bauer ein Feld frisch gemäht, da unten ein Rapsfeld und eigentlich vergeht da kein Abend, an dem man nicht mindestens einen Anblick hat. Erinnert ihr euch noch an die jungen Füchse aus dem letzten Video? Die sind mittlerweile ganz schön groß geworden. Es ist so, dass Anfang Juni häufig die Fuchsfamilien aus dem Bau in die umliegende Feldflur ziehen, also so wie hier. Und hier finden sie ideale Bedingungen. Hier hat heute vermutlich der Bauer
das Feld gemäht und bei so einer Maat, könnt ihr euch vorstellen, fallen natürlich viele tote Mäuse an. Und das ist für den Fuchs natürlich ein Festmahl, der den nur noch aufsammeln muss. Und als ich gerade hier oben angekommen bin, stand hinten am Waldrand tatsächlich der Rüde und war ganz vertieft in die Nahrungssuche. Und ich kann euch sagen, dass ich mittlerweile den Rest der Familie auch gefunden habe. Ein paar Meter weiter unten hat der Bauer Heu gestapelt. Und in diese sogenannte Strohmiete ist diese Fuchsfamilie eingezogen. Und das absolut Schönste an der Sache ist, dass diese Strohmiete direkt neben einem Parkplatz liegt. Und auf diesem Parkplatz steht mein Auto. Ich werde jetzt gleich darunter gehen und werde mich vor Sonnenuntergang ins Auto setzen und werde einfach mal ganz ruhig warten, ob sich irgendwas tut. Da unten wohnt sie, meine kleine Fuchsfamilie, und ich verrate euch was. Ich bin natürlich die letzten Tage schon öfter hier gewesen und es ist immer das Gleiche gewesen. Die Sonne geht allmählich unter, dann landet die eine Amsel drüben auf dem Straßenschild. Der Turmfalke rüttelt hier über dem Feld und dann kommen die Füchse raus. Und ich hoffe, dass es heute auch so ist. Und wir müssen ab hier echt leise sein, weil wir wollen die Tiere natürlich nicht verschrecken. Es ist jedes Mal eine unwirkliche Stimmung. Lange sitze ich da und warte und nichts erweckt den Anschein, als könnte sich gleich etwas ganz Spannendes nur wenige Meter von meiner Kamera abspielen. Die Amsel singt ein letztes Mal am Tag ihr Lied, als plötzlich nach und nach kommen immer mehr Füchse aus dem Stroh. Insgesamt 6 Welpen zähle ich an dem Abend. Ja, mit diesen wunderschönen Bildern möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Das ist auch für mich jedes Mal etwas ganz Berührendes, die Tiere so ungestört beobachten zu können. Und die Füchse aus dem Auto beobachten zu können, das ist natürlich ein enormer Glücksfall hier. Und gibt mir die Möglichkeit, das Verhalten hier zu dokumentieren und die Bilder mit euch zu teilen. Kommt gut in den Sommer. Im Juli geht es hier weiter mit den Dachsen. Und wer das nicht verpassen möchte, abonniert gerne den Kanal, ich freue mich darüber und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.